Der Kerl ist mir nach wie vor wirklich nicht geheuer. Ich befürchte auch, da kommt noch mal irgendwas. Delirium bis zu einem solchen Grad raffinieren. Es ist viel zu instabil für die Verwendung in einem einfachen Generator. Oh, ich ging davon aus, es wäre für eine Bombe. Was? Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das liegt doch wohl auf der Hand. Eine Art nukleare Illyriumbombe. Ich persönlich nenne sie Nukuleriumbombe. Aber eine Bombe? Wo sollten wir die denn... Wir sind schließlich im Krieg, oder? Da findet sich immer was zum Bombardieren. Das hat der Murphy schön gesagt. Und Murphys Law diktiert, dass auch alles, was schiefgehen kann, schiefgehen wird. Da stelle ich mich erinnerlich schon ein bisschen ein. Und hier ist der Dr. Hara, mit dem wir reden sollen, um die Tests für die Heilung der Infizierten zu beginnen. Gut, Heinrich hat sie endlich geschickt. Fangen wir an. Wie soll ich dabei helfen? Sie sind hier die Ärzte, nicht ich. Die Behandlung muss die Infektion auf verschiedenen Ebenen bekämpfen. Medizinisch, technologisch und psychologisch. Wir kümmern uns hier um Letzteres. Ich bin ja froh, wenn es eine Heilung gibt, aber wozu brauchen Sie mich? An der Infektion hat uns unter anderem verblüfft, dass der Patient, selbst wenn wir alle Symptome erfolgreich bekämpft haben, nicht auf äußere Stimuli reagiert. Schließlich haben wir festgestellt, dass für die Heilung eine psychologische Verbindung nötig ist. Psychologische Verbindung? Wie muss ich das verstehen? Wir brauchen jemanden, zu dem der Patient eine psychologische Verbindung hatte, um ihn zurückzuholen. Unser Patient ist ein Agent und aus unseren Unterlagen geht hervor, dass er Sie sehr respektiert. Sie experimentieren mit einem Agent? Ja, er mag zwar ein Hypnotisierter sein, aber er ist immer noch ein Excom-Agent. Und da gehört es dazu, Risiken einzugehen, nicht wahr? Sogar als Infizierter kämpft er weiter, was? Okay, ich bin dabei. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Physisch passiert ihm nichts, aber mit jedem Versuch, bei dem wir ihn nicht zurückholen, entkleidet er uns weiter. Dann machen wir es doch gleich richtig. Gute Idee. Worin besteht denn nun meine Aufgabe? Ich bin kein Arzt. Schwester Campbell übernimmt den kompletten medizinischen Teil und geht Ihnen zur Hand. Wir brauchen Sie lediglich als seinen Ansprechpartner, der ihm antwortet, wenn er wieder zu sich kommt. Womit muss ich rechnen? Stellen Sie sich vor, Sie wecken ein Kind auf. Es ist in einer Traumwelt gefangen und Sie müssen es befreien. Ihm einen Grund geben, aufzuwachen. Warum knallen Sie ihm nicht eine? Hat bei mir als Kind immer geklappt. Nein, nein, nein. Es darf nicht gewaltsam sein oder Stress verursachen. Probieren Sie es auf die sanfte Tour. Sanftheit ist nicht meine Stärke, Doc. Ich weiß. Aber Druck könnte Ihnen seine Traumwelt zurückscheuchen. Anscheinend hat Mosaic ein recht komfortables Gefängnis in Ihren Köpfen errichtet. Klingt gemütlich. Kein Wunder, dass die keine Lust haben, in diese Welt zurückzukehren. Es ist wie beim Bekämpfen einer Sucht. Man muss ihnen mit der nötigen Strenge helfen, aber nicht so streng, dass man sie verschreckt. Sanft und streng, aber nicht zu streng. Geht klar. Und weil ich ja natürlich auch immer so ein Glück damit habe, die richtigen Dialogoptionen auszuwählen, in solchen Situationen wird das garantiert überhaupt kein Problem für uns werden hier. Legen wir los. Wenn Sie recht haben, wird das ein Kinderspiel. Wenn dem so wäre, hätten wir Sie alle schon längst geheilt, Carter. Ich bin ja mal gespannt. Schön stillhalten. Viel Glück, Carter. Wenn man vom Teufel spricht, er ist soweit. Versuchen Sie, ihn anzusprechen. Hallo, mein Freund. Na? Wie geht's Ihnen, mein Freund? Meine Zeit ist um. Kommen Sie, Agent. Zeit aufzuwachen. Lassen Sie mich. Sein Puls ist leicht gestiegen. Er nimmt Sie wahr. Machen Sie weiter. Kommen Sie, es ist Zeit aufzuwachen. Kein Krieg mehr. Genau, der Krieg ist vorbei, ist Blödsinn. Auf die Beine, Soldat, ist wahrscheinlich zu streng. Wir nehmen mal das linke hier. Na los, oder wollen Sie die ruhmreichste Stunde der Menschheit verschlafen? Nein, nein. Muss aufstehen. Machen Sie weiter. Sie haben es fast geschafft. Richtig. Sie müssen aufwachen. Muss aufstehen. Ja. Wir sind Ihr persönlicher Weckdienst.
Das ist doch gut hier. Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Carter. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Sie haben ihn, Carter. Er ist wach. Was ist passiert? Wir werden Ihnen alles erklären. Aber zuerst müssen Sie wieder gesund werden. Na, das ist doch schon mal ganz cool gelaufen. Carter, ich stehe schwer an Ihrer Schuld. Was? Nicht sprechen. Sie sind noch sehr schwach. Das wird Heinrich sicher interessieren. Das wird nicht nur Heinrich interessieren, meine Liebe. Wir haben gerade einen Hypnotisierten gerettet. Carter. Sie waren anscheinend genau der Richtige für den Job. Ja, ich weiß, ich bin selber überrascht. Gute Arbeit. Es wird nicht einfach. Aber Sie haben bewiesen, dass wir die Hypnotisierten heilen können. Meinen Glückwunsch an Heinrich. Na, dann werden wir mal ganz schnell zu Heinrich gehen jetzt und ihm Bescheid sagen. Heinz Heinrich von Heinrichten. Ah, William. Gute Nachrichten, hoffe ich. Kommen Sie. Dr. Dressner, ich hätte eine Frage bezüglich des Projekts. Ja? Ich hoffe, die Arbeit ist Ihnen nicht so schwierig. Nein, nein. Ich verstehe nur nicht, wozu wir überhaupt ein Projektil aus Illyrium herstellen müssen. Noch dazu in dieser Anreicherung. Ich verstehe Ihre Verwunderung, aber ich versichere Ihnen, es läuft alles nach Plan. Wenn Sie das sagen, aber... Und an Ihrer Stelle wäre ich vorsichtig, mit wem Sie über solche Projekte sprechen. Direktor Fork nimmt Sicherheit sehr ernst. Sehr, sehr ernst. Das kann ich bestätigen. Es stand auf Messerschneide, aber die Methode hat gewirkt. Ganz ausgezeichnet. Wenn der Prozess grundsätzlich funktioniert, finden wir vielleicht eine massentaugliche Lösung. Das hoffe ich doch. Ich kann doch nicht zu jedem auf der Welt sanft sein. Überraschend genug, dass Sie das bei einem hinbekommen haben. Zurück an die Arbeit. Tja, da spricht der gute Doktor mir aus der Seele. Untersuchung abgeschlossen, Heilung. Freigeschalteter Transportauftrag, Heilung in St. Albans, West Virginia. Und eine Trophäe haben wir auch noch verdient, und zwar den Frühjahrsputz. Das ist doch richtig angenehm. Das ist wenigstens mal so eine Nebenmission, wo man tatsächlich das Gefühl hat, auch was dafür gekriegt zu haben. Neuerdings fahren die immer den Sichtschutz darunter. Das ist neu, das haben die vorher nicht gemacht. Oder ich hab's einfach nicht wahrgenommen. Hey Carter, steigen Sie wirklich in den Avenger? Dann muss die Lage wirklich verzweifelt sein da draußen. Danke, O'Brien. Das war jetzt genau das, was ich hören wollte. Aber ich glaube, wir haben hier Hallo. Soweit erst... alles... Feindliche Missionen sind die Vernehmen nach schwer radioaktiv. Agents, die im Einsatz mit außerirdischen Keimen in Kontakt kommen, müssen äußerst vorsichtig sein. Die Dekontaminierung einer Rückkehr ist lebenswichtig und zwingend vorgeschrieben. Ich denke... Dann bringen Sie ein paar Schnappschüsse von der England-Welt mit. Ich denke, wir sind soweit hier erstmal durch. Können uns jetzt wieder unsere Hauptmission zuwenden. Wir sollen ja zu Angela ins Büro gehen. Das war schon immer ein hübsches Büro. Kein Wunder. Fork verbrachte hier mehr Zeit als in seinem Bett. Und wer kriegt den Schreibtisch vom Chef? Fangen Sie bloß nicht damit an. Ich glaube immer noch, dass Sie zurückkommen. Sie vielleicht. Ich dagegen. Ich bin Realist. Nein, Sie sind ein Opportunist. Mag sein, aber ein Opportunist mit einem schönen Schreibtisch fürs Ende der Welt. Daraus schließe ich, dass der Volk tatsächlich mitkommt. Na sowas. Schildern Sie nochmal, wie das passiert ist. Wir gehen hinter den Kisten in Deckung, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf geht. Immer und immer wieder. Und was war das für ein Gedanke? Der Teamleiter ist ein Feind. Töte ihn. Immer zu. Er ist ein Feind. Töte ihn. Aber ich weiß nicht, wer das gedacht hat. Und was haben Sie dann getan? Ich hab's nicht getan. Da sagt der Forensiker aber etwas anderes. Und Ihr verbliebener Teamkamerad auch. Es war mein Arm und meine Waffe. Aber ich hab nicht geschossen. Ich weiß, was diese Mistkerle einem Menschen antun können. Aber von jetzt an wird jeder Ihrer Kollegen Sie im Einsatz als Risiko betrachten. Ich weiß, Sir. Ich weise Ihnen einen Posten auf der Basis zu. Schön ruhig, keine Kampfeinsätze. Und Sie gehen dreimal die Woche zur Beobachtung zu einem Therapeuten, falls Langzeitfolgen auftreten. Verstanden, Sir. Danke, Sir. Es ist nur... Das war nicht ich. Ich hätte so etwas niemals tun können. Sie befinden sich im Krieg. Das reden wir uns alle ein.
Das klingt doch sehr stark nach der Gedankenkontrolle, die ja in den XCOM-Strategiespielen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Taktik spielt. Sowohl auf unserer als auch auf der Seite der Feinde, vor allem auf der Seite der Feinde. Ich kann nicht sagen, wie viele Agenten ich schon durch so einen Scheiß verloren habe. Und hier in Falks Büro liegt noch eine Notiz, die wir uns mal einverleiben werden. Axis. Es ist extrem wichtig, Axis sofort auszuschalten. Bitte sorgen Sie dafür, dass unsere besten Agenten darauf angesetzt werden, diese kritische Bedrohung zu eliminieren. Ist ein bisschen veraltet, der Bericht hier, ne? Also diese Notiz. Oder muss ich anfangen, mir Sorgen um Falk zu machen? Der Raum wird nie wieder der gleiche sein ohne den Direktor, der einen anfunkelt. Wenn schlecht läuft, wird niemand zum Anfunkeln übrig bleiben. Das ist ja ein richtiger Optimist, der Gute. Hallo Leute, was habt ihr mir denn zu erzählen? Da sind sie ja. Gut. Ich muss sie sprechen. Ja. Ich gucke nur noch kurz, ob ich hier im Büro irgendwas stehlen kann. Da dem nicht der Fall zu sein scheint, bin ich ganz Ohr. Angie, wie geht's Ihnen nach allem, was passiert ist? Axis ist tot. Und Pete? Ihn habe ich schon vor Jahren verloren, Will. Das war nur ein letzter Abschied. Das tut mir leid. Danke. Und jetzt zurück an die Arbeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wie meinen Sie das? Wir hatten recht. Dieser Angriff war nur der Anfang. Ihre restlichen Truppen sind binnen Stunden hier. Uns bleibt höchstens ein Tag. Es ist nicht eben viel Zeit. Nein, aber wir können ein paar Städte vor ihrem Angriff evakuieren. Ich habe schon mal einige Teams losgeschickt. Gut, aber wir müssen trotzdem rausfinden, wie wir Origin kriegen. Schon dabei. Die Information wurde isoliert. Wir dekodiert noch die exakten Koordinaten. Das klingt sehr nach einem Himmelfahrtskommando. Mag sein, da mache ich mir keinen Kopf. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber ich sorge dafür, dass Origin mit drauf geht. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe in diesem Krieg so viel verloren wie jeder andere. Ich bringe das zu Ende. Haben Sie bekommen, was Sie dort gesucht haben? Ich wusste, ihn zu töten würde nicht viel ändern. Davon wird keiner wieder lebendig. Aber ich schlafe etwas besser. Danke, Will. Danke für diese Chance. Sie sollen wissen, was da mit Ihrem Bruder passiert ist. Will, schon okay. Sie hatten recht. Es musste sein. Ich hoffe nur, Sie tun im Zweifelsfall das Gleiche für mich. Bei Ihnen muss ich nicht lange überlegen. Oh, danke. Aber danke, Will. Und Pete würde Ihnen bestimmt auch danken. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, Weir hat die Zielkoordinaten. Ich bin sofort einsatzbereit. Wer soll jetzt mit Dr. Weir reden? Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich habe den im Labor nicht gesehen. Wir laufen einfach nochmal zurück ins Labor und gucken, ob wir den guten Mann vielleicht übersehen haben da. Entschuldigen Sie, dass es hier so mieft. Ein paar von den Forschern schuften rund um die Uhr. Boah, diese Geräusche machen mich voll nervös. Wir haben, was wir brauchen. Geben Sie dem Direktor Bescheid. Ich erwarte ihn im Hangar. Ah, Carter. Gerade rechtzeitig. Na, Reisepläne fertig? Ja, ich habe die Koordinaten für unseren Angriff soeben fertig berechnet. Und das Vanguard so gut getestet wie unter den Bedingungen möglich. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Na dann, jetzt oder nie. Seltsam, das mal aus Ihrem Mund zu hören. Manchmal ist der Ernstfall der beste Test, Carter. Wir riskieren hier alles. Aber ich weiß, Sie haben uns noch nie enttäuscht. Ich setze mein Leben auch aufs Spiel. Schließlich brauchen Sie mich für die Durchquerung der Gates. Die Daten von Axis lieferten Ihnen also die nötigen Koordinaten. Wo weisen Sie hin? Zweifelsfrei. Sie weisen auf einen speziell isolierten Bereich im Orbit um die Alienwelt. Wo genau liegt die Heimatwelt der Aliens? Ohne Sternenkarte ist das schwer zu beschreiben, aber sie liegt etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Sternbild Cygnus. Ganz schön weit weg von zu Hause. Planeten, auf denen Leben wie unseres möglich ist, sind äußerst selten. Selbst in einem unendlichen Universum.
Sie haben doch schon Wayngates geöffnet, oder? Das ist nicht nur Theorie. Sie waren dabei, als Lawrence und ich das erste geöffnet haben. Das war ja nicht der volle Erfolg. Nein, aber es klappte. Und wir waren seitdem bei kleineren Tests erfolgreich. Dank der Outsider-Technologie. Das ist doch erfreulich, hoffe ich. Der echte Test ist natürlich erst der Transfer von etwas so Großem wie dem Avenger. Tja, wir werden ja sehen. Schon eine Ahnung, was uns auf Ihrer Heimatwelt erwartet? Zum Glück scheinen die Outsider eine ähnliche Lebensumwelt und Schwerkraft wie wir zu haben. Sicher haben sie die Erde deshalb ins Visier genommen. Doch alles andere dort könnte uns sehr fremd sein. Wie wird Ihre Verteidigung aussehen? Die Tarneigenschaft des Avengers schleust uns an den schärfsten Abwehrregeln vorbei. Aber den letzten Teil müssen Sie zu Fuß erledigen. Nur mein Team und ich in einer Alien-Basis? Wird sicher witzig. Die Gegenwehr wird heftig sein, jedoch bei kleiner Truppenstärke. Sie versuchen, Origins Aufenthaltsort geheim zu halten. Also können Sie keine ganze Armee um ihn herum scharen. Ist zumindest die Theorie. Wir verlassen uns ganz auf Ihre Arbeit. Ich hoffe, sie besteht die Feuertaufe, Doktor. Ich auch. Sie riskieren nicht als Einziger ihr Leben. Ich reiße mich nicht darum, fernab der Heimat zu sterben. Aber wie viele Wissenschaftler kriegen schon einen fremden Planeten zu sehen? Sehen Sie es so. Sie sterben nicht fernab der Heimat, sondern um Ihre Heimat zu retten. Ja, das ist doch gleich viel tröstlicher, nicht? Es wird wohl Zeit. Wir sehen uns im Avenger-Kater.